Leben vor dich ist euer Steinwall. Zurück bei Geralt auf dem verlassenen Gelände der Universität von Ochsenfurt. Ja, wir haben hier gerade das Ende des Professors erlebt. Immerhin hatte er nochmal einen fröhlichen, glücklichen Moment, denn er konnte uns weiterhelfen mit seinem Wissen. Das hat ihn offensichtlich gefreut. Ja, in der Tat. Und er hat uns Mut gemacht, dass es möglich ist, auch Gaunter und Dim, auch den Spiegelmeister, zu besiegen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht auf konventionelle Art und Weise, sondern indem man ihn austrickst. Indem man ja seine Spielchen besser spielt. Es geht wahrscheinlich um diese Verträge, Pakte, diese Wortklaubereien und Spielereien. Indem man das besser macht. So, habe ich es, glaube ich, verstanden. So, wie kommen wir aber jetzt eigentlich zu hier raus wieder? Wir wollten nochmal zu Shani ihr auf Wiedersehen sagen. Sie ist sicher noch nicht los. Aber wir können ja jetzt nicht den Vordereingang benutzen. Hier durch diese Maueröffnung, wo wir reingeklettert sind, kommen wir auch nicht raus. Aber vielleicht hier. Schaut mal. Es sieht so ein bisschen nach Fluchtweg aus, wenn ich dann den Leiter bekomme. Ja, hervorragend. Ah, schaut mal, das ist ja wie für uns gemacht. Hervorragend. Sogar noch ein paar Runensteine und eine Glyphe. Perfekt. So, dann. Jawohl. Ein schöner Körper. Hier unten ist direkt schon noch ein Wrack. Findet sich hier was? Nee. Gut. Okay. Da sind auch noch Kisten. Die sind aber leer. Dann schwimmen wir den gleichen Weg hier über diese kleine Engstelle, in den wir hergeschwommen sind. Und ja, sagen dann wohl endgültig auf Wiedersehen. Der Morgen graut. Noch brennen die Fackeln hier. So, jetzt müssen wir bloß nochmal ihr Haus wiederfinden. Warte mal, war das... Das war auf der anderen Seite der Brücke, glaube ich. Es ist zu feucht, es ist zu feucht. Es regnet, natürlich ist es da feucht. Ja, wo war das? War das hier? Es regnet sicher nicht mehr lange. Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt. Und nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war hier, ne? Dieses Haus ist es gewesen. Ja. Ja, das war's. Solange ich nicht auf See bin, kann's ruhig schiffen. Okay, gucken wir mal, ob sie noch da ist. Wahrscheinlich noch beim Koffer packen, oder? Sie hat offensichtlich nicht geschlafen. Ja, Geralt? Was? Okay, wir können jetzt nochmal... Also Gewinn spiele ich jetzt mit ihr nicht. Das würde ich jetzt als komplett unangemessen betrachten. Sie zu fragen jetzt, wo sie die letzten Jahre... Wir haben doch schon mit ihr über die letzten Jahre gesprochen. Nee, das mache ich auch nicht. Aber wir reden nochmal über die Hochzeit. Noch eine kleine Bemerkung. Vielleicht. Obwohl, man kann das eigentlich nur zerreden, nicht wahr? Egal, wir machen es trotzdem. Die Hochzeit war wirklich eine gute Idee. Ich komme selten dazu, eine Pause zu machen und abzuschalten. Hat mir gut getan. Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Hoffentlich waren Wladimirs Zoten nicht zu nervtötend. Ein sonderbarer Mann. Geist. Aber ich fand ihn sympathisch. Muss zu Lebzeiten ein echtes Original gewesen sein. Du hast gesagt, du müsstest nachdenken. Hast du? Ja. Ich finde dich sehr anziehend. Aber... Aber wir lassen lieber alles, wie es ist? Mhm. Du bist ständig unterwegs.
Und mich verlegen sie bald. Ach, wir haben es ja schon mal versucht. Und du weißt, wie das lief. Das stimmt. Aber versprichst du mir, dass wir dann und wann eine Flasche Wein trinken? Natürlich. Weißt du was? Ich stell direkt eine beiseite. Ja, vor allem ist Geralt ja inzwischen eigentlich vergeben. Das hatte er merkwürdigerweise noch gar nicht erwähnt. Nun ja, ich denke, wir verabschieden uns. Bis später. Das war jetzt alles etwas kühl, wie ich fand. Okay. Gut, aber ich denke, Chan... Obwohl, wir brauchen jetzt, glaube ich, hier nicht mehr groß rasten. Wir können uns auf den Weg machen. Und die Frage ist eigentlich, wohin auf dem Weg? Wo ist dieser Treffpunkt? Na, nicht so weit entfernt. Hier sind wir schon mal gewesen, ja. Da war eine Höhle. Ich kann mich nur ganz grob daran erinnern. Waren wir in beiden Höhlen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es wiedererkennen. Dort treffen wir uns mit Olgierd und Gaunter Odim. Okay. Ja, dann reiten wir mal dorthin. Durchs Westtor, über die Brücke. Und dann links an der nächsten Kreuzung rechts. Und dann wieder links. Naja. So. Wir hatten zuletzt Plötze da oben gelassen, aber Plötze ist sowieso nicht mehr da. Insofern können wir Plötze auch heranpfeifen. Da bist du. Sehr schön. Auf geht's. Wir müssen weiter. Es regnet sicher nicht mehr lange. Kriech wieder unter deinen Stein. Hier wird immer noch diskutiert, wer rein darf und wer nicht. Dabei haben sich eigentlich die politischen Verhältnisse... Deinesgleichen steckt einen an. Mit du kannst Mies passieren. Und Fahnenflucht. Lang lebe Raduvid. Ja, etwas verändert, nicht wahr? Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei so. Und Fahnenflucht. Hier sind wir am Kreuzweg. Redanien! Hast du's eilig? Ja, kann man so sagen. Scharfe Kurve nach links und dann geht's voran. Kein so langer Ritt, wie mir scheint. Warte mal. Ach so, ja, hier sind ja noch... Ja, alles klar. Was ich immer komplett verdränge, ist, dass wir vor dem offiziellen Ende der Haupthandlung sind und die Nilfgaarder sich ja hier noch befinden. Naja. Gute interessieren uns jetzt nicht. Wenn wir sie uns jetzt noch verfolgen. So, ist das der Abzweig, den wir nehmen wollen? Ja, da ist die Brücke, glaube ich, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin. Vielleicht bin ich auch zu früh abgebogen. Die Brücke ist nämlich da hinten. Nee! Scheint richtig zu sein, okay. Gut. Wir müssen nur an diesen Barrikaden vorbei. Wildhunde? Nilfgaarder, die Wildhunde bekämpfen? Sehr gut, das macht ihr hervorragend. So.
Wir nähern uns langsam dem Ziel. Mal sehen, ob wir es wieder erkennen. Es liegt da offenbar direkt vor uns in den Bergen. Irgendwo hier müsste ein Abzweig nach links gehen. Ja, hier. Okay. Was ist denn hier schon los? Okay. Haben wir das hier noch nicht befreit? Ups, da bin ich falsch ausgewichen. Na sowas. Ja, da hast du deinen Freund mit erwischt, ne? Keine Angst, Plötze. Kein Problem. Ach, einen Algul haben wir auch noch dabei. So, wundert mich, das waren wir hier noch nie? Das ist erstaunlich. So aus. Oder die haben diesen Ort einfach wieder überfallen. Nun gut, wir können hier ein bisschen unsere Rüstung verbessern. Was ist da hinten? Ach so, ja. Daran kann ich mich erinnern. Hm. Ich frage mich, ob hier noch mehr Monster sind. Ansonsten haben die diesen Ort möglicherweise zurückerobert, oder? Wir sind hier tatsächlich noch gar nicht gewesen. Möglich ist es. Ist gut, Plätze. Ho, ho. So, ich glaube, der Pfad sollte uns jetzt hier hochführen. Und dass hier sowas wie ein Tempel sein soll. Warte mal, war das nicht hier mit diesem merkwürdigen Feenwesen? Na, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Stimmt, ja, so ein Feentempel, ne? Genau, mit den Blumen und so. Richtig, das war dieser Ort. Na, genau weiß ich es nicht mehr. So. Wo ist der Treffpunkt? Blumen sind hier nicht. Vielleicht verwechsel ich da auch was. Oh, 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 oh. Meine Güte, das wäre beinahe was geworden. Okay. Er ging auch so. Ich kann mich nicht gut erinnern, muss ich zugeben. Sind wir hier richtig? Da kommen wir nicht raus. Doch. Jetzt erinnere ich mich doch irgendwie.
Ja, ein passender Ort. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Tja. Sagen wir mal direkt die Wahrheit, ne? Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Everek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odem, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele. Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir... Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da, dort, nicht hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond. Erfüllst du unseren Pakt? Bastard! Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Halt! Misch dich nicht ein, Hexe. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Quint? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. Oh Mann. Auf was haben wir uns da eingelassen? Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören.
Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Zuerst hatte ich gedacht, die Zeit. Aber das passt am Ende nicht mehr so richtig gut. Ich höre es mir nochmal an. Ich habe es nicht gut verstanden. Wiederholst du es? Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Ah, ich weiß. Es ist ein Spiegel oder das Spiegelbild. Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Dann los. Wie was finden? Was ist damit gemeint? Und welche Sanduhr? Finde die Lösung. Gut, wir suchen einen Spiegel. Okay, hier ist ein Weg. Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Da kommt wieder das... Okay. Wir müssen kämpfen, vor allem. Haben wir die Zeit? Ja. Überleben müssen wir auch, ne? Monster waren nicht abgemacht. Meine Welt, meine Regeln. So, was ist das hier? Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht? Echo? Nein. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Natürlich nicht. Es ist ein Spiegel. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübsches Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Ja, es ist ein Spiegel, Geralt. So weine ich. Wir wissen es, wir müssen... Du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Wir müssen nur einen Spiegel finden. Was bist du? Ich weiß es, Geralt, wir müssen es nur finden. Wo auch immer er sein mag, da ist ein Haus. Im Haus ist vielleicht ein Spiegel. Hilfe! Geralt, rette mich! Nein. Alles dumme Ablenkung. Interessiert uns nicht. Wie kommen wir zu dem Haus? Lass mich nicht hier! Hilf mir! Was ist das? Shani, halt durch! Ich komme! Shani? Okay. Das ist natürlich Quatsch. Nicht zu glauben, dass du darauf reinfällst! So, da kommen wir nicht rüber, aber wir müssen irgendwie dahin. Anderer Weg. Die Zeit flog dann knapp. Hier können wir springen, Geralt. Jawohl, das geht.
Richtung. Was ist das dort? Großes Haus, ich weiß es nicht. Was ist dies? Oh, ach Gott, das ist Gold. Ne, passt auf, da sind wir... Ich meinte nicht, dass hier ein Spiegel liegt, ne? Das wirklich, ist, Geralt? Wir sind falsch. Etwas glänzt und du kannst nicht Nein. verstehen? Wir sind falsch. Ich habe mehr von dir erwartet. Wir sind Vor falsch. Allem, da die Zeit drängt. Ja, die Zeit drängt. Kommen wir irgendwie zu diesem Haus? Da wird ein Spiegel oh, sein. Oh, furchtbar. Ja. Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe schon. Du wirst mich nie. Nie. So, das dahin ist der Tod. Können wir eigentlich abhauen hier? Müssen wir diesen Kampf eigentlich führen? Können wir nicht weg? Die Zeit haben wir einfach nicht. Oh Gott. Okay, der wirft auf uns. Unangenehm. Wir können weg. Ja, tatsächlich. Wir müssen den Kampf nicht kämpfen. So, kommt hier. Hier ist ein Spiegel. Aber wo? Aber wo? Ich sollte auch... Ah, wir sind gleich tot. Hier ist kein Spiegel. Wir müssen gerade durch. Da! Ja! Hier versteckst du dich also? Nein! Komm schon! Schweinebacke! Ich dachte, dass es so einfach ist, oder? Diese Schweinebacke. Da ist noch ein Spiegel. Wartet mal, Leute. Ich muss kurz mal hier einen Trank verändern. Das geht nicht ohne Kampf aus. So, der nächste Spiegel. Auf, Geralt. Verdammt, scheiß du, Rotin. Was haben wir hier? Punkt für mich. Hier war doch irgendwas zu hier sehen. Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Ah, alles klar. Wir werden Wasser... Ja. Wir werden Wasser hier irgendwie einlassen. Ja, warte mal. Habe ich hier noch was gesehen? Ne, es ist dieselbe Spur. Okay, wie kommt hier Wasser rein? Von oben? Ich sehe es nicht. Irgendein Hahn, den man aufdrehen muss. Hier ist wieder ein scheiß Spiegel, der zerspringen wird. Das kannst du nicht ewig tun. Willst du wetten? Wir müssen hier hoch. Verdammt, scheiß du, Rotin. Punkt für mich. So, was jetzt? Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Ja! Das Wasser. Und du sollst finden. Vielleicht. Das ist auch härter als Glas. Wie du Glas. Einen Wasserspiegel kaputt bekämst. Ja, genau. Aber wie kommen wir in dieses verdammte Wasser? Hier hoch. Die Zeit ist zu knapp, Leute. Nächster Spiegel. Haben wir noch die Zeit, ihn zu springen lassen? Nicht ewig tot. Willst du wetten? Ich hab keine Peilung. Hier sind wir wieder an dem Brunnen. Aber wie befüllt man ihn? Da, wartet, da ist ein Riss in der Wand. Oder? Ja, ja, wieder mal das Falsche. Ja, komm, Geralt. Ja! Na? Jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu,
Gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Erzähl mir erst mal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung, nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz. Und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Ich beneide dich nicht. Wie man so sagt, pass auf, was du dir wünschst. Oh, das werde ich. Glaub mir. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich wünsche mir nie wieder etwas. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück. Soweit Hearts of Stone, liebe Leute. Diesen Abspann werden wir uns jetzt nicht angucken.
Wir schauen lieber in den Sonnenaufgang. Ja. Ich würde sagen, Geralt hat das jetzt nicht so sehr für Olgierd gemacht, sondern einfach um Gaunter Odin, dem Spiegelmeister, zu zeigen, dass er nicht allmächtig ist. Das war eine Genugtuung für sich, würde ich sagen. Gut. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal und es sieht ganz so aus, als würden wir in ein etwas entfernteres Land demnächst reisen werden. Vorher werde ich aber, glaube ich, noch mal ein bisschen zu ein paar Händlern reiten, schauen, dass wir noch alles verkaufen, was es zu verkaufen gibt. Ich bin mir gar nicht so sicher, hier bei dem Runenschmied war da noch die ganz teure Geschichte offen. Könnte man vielleicht jetzt, bevor man abreist, sich auch nochmal angucken. Aber das ist was, davon werde ich euch berichten. Das ist, glaube ich, nichts, was unbedingt zeigenswert ist. Wir sehen uns dann wieder, wenn es nach Toussaint geht. Und offenbar können wir hier die Ritter aus Toussaint schon treffen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.